Der TV38 Entscheider Talk mit Jens Hofschröer. Was Bürgerinnen und Bürger konkret auch jetzt schon erkennen können, ist die Wolfsburg App. Die Wolfsburg App wurde gerade nochmal mit neuen Releases versehen. Dort kann man jetzt relativ einfach Hundesteueranmeldungen, Urkunden beantragen, Trautermine organisieren. Das läuft alles schon per App automatisiert. Wir haben den Mängelmelder in der Stadt. Also falls irgendwas auffallen sollte, dass mal eine Laterne nicht richtig funktioniert oder dass an irgendeiner Stelle mal was umgefallen ist, dann gerne über die App ein Foto schicken und man wird sofort in den Workflow mit aufgenommen. Mit der WOBCOM haben wir tatsächlich in dem Ausschreibungsverfahren einen Partner gefunden, der die Stadt bestens kennt, wo die Wege auch kurz sind und wir damit auch für diese Bereiche, diese kleineren Ortsteile, den Glasfaseranschluss herstellen können. Geht ja um Stadtteile wie Bahnsdorf, wie Hehling. Dort ist ja kein eigenwirtschaftlicher Ausbau möglich gewesen. Und wir schaffen es über dieses Programm tatsächlich flächendeckend, den Glasfaserausbau sicherzustellen. Und ja, bei dem Projekt ist gerade wirklich Tempo drauf. Wir haben die Strukturen bei der WMG jetzt ein Stück weit auch neu aufgearbeitet. Wir haben im Tourismusbereich uns jetzt nochmal breiter aufgestellt. Wir haben ein Convention-Büro aufgebaut. Wir haben ein tolles Team in diesem Aufgabenfeld jetzt. Sind natürlich außerhalb Wolfsburgs viel aktiv. Die Kolleginnen sind gerade bei Meet Germany in Düsseldorf und präsentieren unseren Standort. Und wir merken schon, dass die Resonanz stetig zunimmt. Der TV38 Entscheider Talk mit Jens Hofschröer, auch auf dem TV38 YouTube-Kanal.